Das hier ist die Small Size Liga. Anstoß sieht so aus, dass alle Teams ready sind und Tigers darf anstoßen. Oh, gleich mal ein hoher Ball nach vorne. Na, der Keeper ist sich nicht sicher, was er damit machen soll, hat ihn rausgeholt. Ah, es bleibt gefällig. Oh, schöner Schuss. Der Kickoff vorbereitet, diesmal natürlich Erlangen. Ah, bisschen zaghaft der Anstoß. Einstoß ja. Mit Tigers. Also wir haben ein relativ langes Regelwerk. Hier hat man jetzt einen sogenannten Double Touch gesehen. Wenn ein Team einen Anstoß oder Freistoß hat, muss der Ball mit dem ersten Kontakt auch geschossen werden. So wie jetzt. Zweimal den Ball zu berühren ist nicht erlaubt. Oh, schönes Dribbling wieder. Ein bisschen daneben geschossen. Das Spiel geht übrigens einfach weiter. Wir spielen hier mit Bande. Das ist quasi Hallenfußball. Das heißt, auch dort, der Ball ist und bleibt im Spiel. Das ist jetzt eine kleine Mauertaktik. Kein Fortschritt. Aber keine Sorge. Ja, da gab es jetzt ein bisschen Unstimmigkeiten. Das Spiel ist tatsächlich voll autonom, das heißt, auch der Schiedsrichter agiert selbstständig. Und wenn der automatische Schiedsrichter der Meinung ist, das Spiel geht weiter, dann geht das Spiel weiter. Und wenn der menschliche Schiedsrichter nicht schnell genug eingreift, muss man auf seine Füße ein bisschen aufpassen. Okay, anscheinend sagt der Schiedsrichter, ja, das passt schon. Wir spielen einfach weiter. Ja, jetzt kleiner Zweikampf an der Bande, mal schauen, ob der Ball da rauskommt. Ja, schön freigespielt, wieder vors Tor. Und noch ein paar Pässe. Foul von Air Force, Kollision. Okay, der Ball wurde wieder von der Bande befreit. Oh, schöner Pass. Oh, da war die Defense schnell. Sehr schnelle Verteidigungsaktion dazwischen. Ja, ein bisschen hin und her im Mittelfeld. Jetzt wieder vor dem Erlanger Tor. Ah, da wurde einfach mal draufgeschossen. Ja, da haben jetzt noch 12 cm gefehlt, aber das ist schon in Ordnung. Von dort aus geht's weiter. Einmal in die Hälfte der Tigers und zurück. Oh, hoher Ball von Tigers wurde abgeblockt. Kleine Rudelbildung vor dem Mannheimer Tor. Jetzt wird's kuschelig. Kein Fortschritt. Poster, das heißt, beide Teams dürfen sofort zum Ball. Da wird ein bisschen hin und her gepasst. Hohe Bälle, fliegen übers Feld. Ja, noch ein paar Pässe. Ja, aber der Ball bleibt in der Erlanger Hälfte. Ah, der Pass kam leider nicht an. Und wir nähern uns wieder einer Bande. Ah, der Ball wurde frei gedribbelt. Na, Tigers wieder am Ball. Na, wo geht er hin? Schnelle Drehung. Ja, gut freigespielt, zurückgespielt. Ah, noch ein paar Pässe. Oh, da war die Lücke. Anstoß für Air Force. Na, ja, da ist die blaue 5 einmal gegen den Ball gestolpert, das zählt aber auch als Anstoß. Jetzt der Ball wieder im Spiel. Ah, Pass wurde abgefangen, aber sofort wieder zurückgespielt. Ja, gefährliche Situation jetzt. Der Ball liegt jetzt im Strafraum, aber wurde geklärt. Und wieder Gefahr vor dem Erlanger Tor. Oh, da wird der Ball beschützt. Ah, jetzt wird sich wieder ein bisschen behakt an der Bande. Ich würde sagen, der Ball ist sicher. Ja, da wird es jetzt auch wieder 10 Sekunden dauern. Dann wird das Spiel unterbrochen. Kein Fortschritt. Zum Einsatz kommt. Nein, das Spiel wurde gestoppt, aber es wird anscheinend einfach von dort fortgesetzt.
Schiedsrichter grübelt noch ein bisschen, ob das so okay ist, stattfinden kann. Ja, es geht weiter an der Bande. Schauen wir mal, ob der Tigers-Roboter den da rauskriegt. Kein Fortschritt! Na, Bewegung. Ja, jetzt wurde wieder von dieser Position fortgesetzt. Also einmal schauen wir es uns vielleicht noch an. Ja, das sieht schon besser aus. Oh, der Ball ist raus. Freistoß für Tigers. So, ich habe kurz gesehen, dass anscheinend der blaue Roboter den Ball rausgekickt hat. Ah, jetzt läuft das Spiel wieder. Ja, wieder ein paar schöne Passstaffetten. Oh, der kommt sogar an. Ah, kommt der um die Verteidigung rum? Er versucht. Tigers Roboter hat den Ball, jetzt nicht mehr. Ah, ein Schuss Richtung Tor, aber aus der eigenen Hälfte. Oh, das war wieder ein schöner Torschuss aus der Drehung raus. Diesmal hat der Torwart aufgepasst. Oh, wir nähern uns wieder unserer Lieblingsecke. Der Ball rollt noch an der Bande. Wir sind schon ein bisschen über die Halbzeit drüber. Das Spiel wird wahrscheinlich in Kürze gestoppt. Na, jetzt ist wieder ein Roboter am Ball. Okay, jetzt wird es. Ja, diesmal hat Air Force den Anstoß. Tigers hatten ihn in der ersten Hälfte. Ja, da wird sich erstmal ein bisschen im Mittelfeld behakt, bis es wieder Richtung Bande geht. Schauen wir mal, wie sich die Situation da entwickelt. Das scheint sich etwas festgefahren zu haben. Kein Fortschritt! Ja, jetzt wurde der Ball kurz befreit. Ja, der ist raus. Schauen wir mal, wohin geht. Na, der Erlanger Roboter wollte Richtung Tor, aber nicht früh genug abgedrückt. Na, das war ein bisschen ruppig. Ja, der automatische Schiedsrichter hat es auch genauso erkannt. Die Erlanger haben jetzt drei kleine Fouls gesammelt. Das heißt, sie haben jetzt eine gelbe Karte. Okay, das Spiel wird direkt von der Position fortgesetzt. Na, drei Tigers um einen Erlanger Roboter. Ich schätze, da wird wieder ein bisschen Hilfe nötig sein am Ball. Kein Fortschritt! Schauen wir mal, jetzt geht es von da aus weiter. Oh, hoher Ball durch den Strafraum. Na, da würden jetzt beide Roboter gerne nach vorne schießen. Die schubsen sie jetzt ein bisschen gegenseitig. Schauen wir mal. Ja, der Tigers-Roboter hat es geschafft, hat sich durchgesetzt. Ja, ein bisschen schwach der Chipkick, der Erlanger. Da bleibt der Ball erstmal im Mittelfeld. Na, da hat sich wieder ein Tiger-Roboter den Ball geschnappt und nach vorne gespielt. Schauen wir mal, ob er sich nochmal durchsetzen kann. Na, es geht wieder zielstrebig Richtung Ecke. Ist jetzt auch eine Konsequenz der Tatsache, dass wir mit Banden spielen. Die Ecken auch immer ein bisschen dreckig. Okay, der Schiedsrichter überlegt noch kurz, was er jetzt macht. Dürfen sich die Roboter kein bisschen bewegen. Oh, schöner Pass durch den Strafraum. Oh, Tiger-Roboter ganz dicht. Ganz dicht dran. Na, will der Keeper noch? Ja. Aber direkt zurückgespielt. Ein paar Pässe. Ah, das war jetzt ein Erlanger. Mit dem Rücken nach hinten gespielt.
Fortschritt. Ja, da war jetzt auch wieder 10 Sekunden lang kein Fortschritt im Spiel. Deswegen erfolgt jetzt wieder ein Ballplacement. Von der Bande aus geht's gerade noch. Das ist nicht so schwierig wie aus der Ecke raus. Ja, das war erfolgreich, das Placement. Jetzt geht's von da aus weiter. Ist allerdings dicht an der Bande. Gut möglich, dass sich die Situation wiederholt. Ja, das Spiel läuft nach wie vor, wenn man das so nennen möchte. Genau, immer wenn es von zwischen Halt und Stopp wechselt, kommt zum Beispiel ein Pfiff. Und auch andere Spielereignisse werden ausgegeben. Kein Fortschritt, Bordwechsel. Bald das Spiel weitergeht, ist quasi ein fliegendes Einwechseln. Der Ball ist zwar jetzt aus der Ecke raus, aber auch aus dem Tat. Das ist im Übrigen auch ein Foul. Deswegen kriegt jetzt Air Force einen Freistoß. Hoher Ball. Ja, bis in die Hälfte. Ja, das sah schon gut aus. Ja, da fehlt ein bisschen Präzision noch im Passspiel. Foul von Air Force. Okay, da kam das Kommando. Ja, da hat er abgerückt, da ist das Tor. Hat er gut abgewartet. Finden, wann er den schießt. Theoretisch darf der Torwart auch rauskommen. Dann besteht allerdings die Gefahr, dass ein hoher Ball ins Tor gespielt wird. Von daher, hier wurde die flache Variante von den Tigers gewählt. Und das Spiel geht nochmal weiter. Ja, der Ball wurde von der Bande befreit. Noch ein kleiner Chipkick zurück. Ja, und der Ball wurde nach vorne gespielt von den Erlangern. Oh, aber schnell abgenommen und wieder zurück auf die Erlanger Hälfte. Noch 30 Sekunden auf der Uhr. Da noch 3 Tore zu schießen, das wird schwierig. Oh, schön und frei gespielt von den Tigers, diesmal der Ball. Immer noch in Ballkontrolle. Da wird jetzt versucht, eine Anspielstation zu finden. Die Bande ist normalerweise keine Anspielstation, aber da liegt der Ball jetzt. Kein Fortschritt. Ja, da wurde jetzt mal kurz nachgeholfen. Da muss man mal ein bisschen auf seine Finger aufpassen, wenn das Spiel läuft. Ja, noch ein paar Kurzpässe vorm Tor. Ah, da hat er es versucht, an den Verteidigern vorbei. Ah, kleiner Zweikampf mit dem Ball. Ball freigespielt. Oh, das war knapp. Aber auch ein sehr schwieriger Winkel für einen Torschuss. Aber wenn man schon mal nur noch den Torwart vor sich hat, dann muss man es auch versuchen. So, wir sind schon über der Spielzeit hinaus. Das heißt, die nächste Unterbrechung wird dieses Spiel beenden. Und da ist sie auch schon. Das dürfte es gewesen sein. Ja, das Spiel ist vorbei. Tigers gewinnen 3-0.